Hallo zurück zu Volkskalle liest schlaue Sachen. Also unterstelle ich zumindest. Ich kann das nämlich nicht beurteilen. Ja, heute ist schon der vierte Tag. Fühlt sich echt für mich langsam wie Arbeit an. Allein schon die Verpflichtung, die dahinter steht. Wenn man sagt, ich will das jeden Tag machen. Ich will ja auch wenn ich jetzt dafür nicht möglicherweise irgendein Lob oder so hätte, möchte ich zumindest mir irgendwann so einen Heldenstatus erkämpfen. Ich habe durchgehalten. Frage ist, ab wie viel Sendung bekommt man so einen Status? Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir sind immer noch bei Prudhomme, sind immer noch relativ am Anfang. Aber egal, wie gesagt, der Wecker ist gestellt. Der grüne Schmücker ist in der Hand. Und wir können fortfahren. Wir waren, Sekunde, ich will noch mal schauen, genau, Montag, den 13. Oktober. Es gibt keinen Eintrag vom 14. Oktober, also wir setzen fort im 13. Oktober. Dann adios. Hier fühle ich mich wohl. Ich kann meiner inneren Bewegung durch Schreie und Ausrufe Luft machen. Das ist in den Büchern keineswegs erlaubt. Höchstens ein Hilla, das man sonst nie gebraucht. Trotzdem ist alles Schrei und Ausruf in der Seele. Das Gefühl ist ein andauernder innerlicher Schrei. Und das ist es, was es von der Empfehlung der Sinne unterscheidet, die nur Leidenschaft ist. Über den Tod nachgedacht, die höchste Stufe des menschlichen Elends ist die Angst vor dem, was den Menschen von seinem Element befreien könnte. Von seinem Elend befreien könnte. Die Angst vor dem Tod. Man kann nicht an den wahren Schmerz denken, ohne zu zittern. Keine Freunde zu haben, inmitten einer großen, sehr belebten Stadt Hunger zu leiden, zu frieren, krank und allein zu sein. Und kein Gott weit und breit. Gott stumm. Wir berufen uns immer auf jemanden, beklagen uns, wir leiden wie verwöhnte Kinder. Aber mit dem unerbittlichen und brutalen Elend allein und ihm ausgesetzt zu sein, das stelle ich mir nicht vor. Gesegnete Dichtermelancholie. Alles ist mittelmäßig an mir, sogar das Gefühl des Unglücks. Es scheint mir manchmal, als sei die Liebe nicht wert, als Thema eines großen Werks zu dienen, weil sie die unwissende, eitle und frivole Frau zur Voraussetzung hat. Aber oft finde ich andererseits, dass die Liebe die Natur an der Wurzel packt, sie aufspürt, sie sondiert, dass sie die Dinge auslöst, prophetisch wird. Und ich stelle mir kein großes Werk mehr ohne sie vor. So eröffnet Margarete in Faust grenzenlose Horizonte der Hoffnung. Es geht nicht mehr um das kleine Ding, das Spinnrad und den Kuss, vielmehr um meine Güte, um mein unendliches Mitleid eines Gottes für die Welt. Ein Lächeln ohne Falsch und der Schöpfer ist gerechtfertigt. In diesem letzteren Fall gleicht die Liebe der Gnade der Katholiken. Mittwoch, der 15. Oktober. Ich werde mich kurz fassen, denn die Augen brennen mir. Ich las bei Kerzenlicht 3 Stunden von Fontenoy Philosophie von 2 bis um 7 Uhr. Vacherot, wundervolle, solide Arbeit. Er wird weniger gelesen werden als Dumas. Die Menschen sind nicht für die Metaphysik geschaffen. Es ist eine Kraftprobe, nicht die normale und gesunde Bestätigung des Verstandes. Leibniz, ich hatte eine richtige Vorstellung von seinem System. Vacherot brachte sie mir nur ins Wanken. Ruffin steht meinem Gedicht La Douleur entschieden ablehnend gegenüber. Bin ich Dichter? Bin ich Philosoph? Ich danke Gott, dass er mich nicht verstümmelt und nicht nur das eine oder andere aus mir gemacht hat. Der Philosoph erlaubt mir, in die schwindelnden Tiefen hinabzusteigen und die Poesie lässt mich doch den Schrecken der Unendlichkeit und die Bewunderung der lebendigen Natur empfinden. In den letzten Tagen Algebra betrieben. Ich blieb in den Reihen stecken und ich werde mich wieder dran machen, um Gewissheit zu erlangen, die zur geistigen Gesundheit gehört. Nach diesen metaphysischen Studien, die ebenso viel Ehrgeiz wie Verzweiflung umfassen. Immerhin bin ich mir mit meiner psychologischen Meditation zufrieden. Es gibt keinen Widerspruch im Menschen. Oh. Wovenarg hat recht, aber es gibt geheime Gesetze, die ich dem Dunkel des Bewusstseins entreißen will.
dann werden die paradoxen Reflexionen der Moralisten nach Art von La Rochefoucauld und den intuitiven Beobachtungen nach Art à la Bruyère und Montesquieu der Wissenschaft des Herzens Platz machen. Anstatt schöner Geistigkeit werden wir Beweisführung haben. Es ist Mitternacht. Gehen wir schlafen. Donnerstag, 16. Oktober. Wie gern schliefe ich. So kann es nicht weitergehen. Meine Mutter ist mir so notwendig wie mein Herz und ich denke weder an meine Mutter noch an mein Herz. In der Tat, wir fühlen nur das, was unseren Plan kreuzt, was uns überrascht, was uns aufweckt, was das Eigentliche unseres Wesens ausmacht, spüren wir nicht. Genauso ist es bei den Menschen, die uns lieb sind und den Kern unseres moralischen Lebens ausmachen. Fahrt nach Nuit, der Himmel, Sinnlosigkeit der Metaphysik, der Mensch, Moleküle fügen sich zusammen um eine Grenzenlosigkeit. Der gestirnte Himmel ist da, eine Imagination ist geschaffen, eine Intelligenz. Oh Wunder, Wunder. Erregender Augenblick, welch ein Abgrund. Algebra, Kettenbrüche, schöne Theorie, aber die Zeichen überdecken den Gedanken. Man muss die Theorie intuitiv gerade in der Natur der Menge und des Maßes sehen. Ein Bruch ist keine Zahl, aber die Anleitung zu einer über die Größe durchzuführenden Rechnung oder eine gemessene kontinuierliche Größe. Die Zahlen sind nicht fortlaufend. Freitag, 17. Oktober. Römisches Recht von 12 bis 5 Uhr. Ich merke, dass ich meine Zeit vergeude und stecken bleibe. Verlorener Tag. Am Abend, Le Courrier de Lyon. Warum rührte sich nichts in mir? Ich kannte den Stoff zu gut, als ich das vor der Aufführung davon hätte sprechen hören. Die Komik dieses Stücks ist ungeschickt. Ich steige gern alle Stufen des Schreckens hinab, verlange keine Schonung. Ich fürchte, was mir das Herz zerreißt, und dennoch lebe ich davon. Man sagt, wozu im Drama gespielte Gefühle suchen? Der Alltag ist voll davon. Banalität. Das Drama gibt uns die Lust des Mitleidens. Über den Schmerz nachzudenken, anstatt ihn zu fühlen, hat einen besonderen Zauber. Die Tyrannen des Altertums waren grausam, um Mitleid empfinden zu können. Ein hartes Herz ist niemals grausam. Samstags, 18. Oktober. Trauriger Tag. Ich hoffe, es war das Wetter, das meine Gedanken trübte. Meine schlaflosen Nächte machen mich krank. Ich schleppe mich schläfrig durch den Tag. Römisches Recht, wie wenig interessiere ich mich für die Unterscheidung von körperlichen und unkörperlichen Sachen. Ich, der ich nichts von ihrer Definition weiß. Man sollte mit seinem Leben sparsam umgehen und es nur für Studien verwenden, die den Geist nützen. Meine Melancholie war echt, ich fühlte das Gewicht meiner Tage. Verflucht die Feigheit, die mich ein solches Dasein ertragen lässt. Ein Banklehrling ist glücklicher als ich. Unbekümmert trägt er seine Livree. Er spürt nicht, dass man ihn erniedrigt. Ein stumpfes Herz ist eine Wohltat des Himmels. Psychologie, schwierige Aufgabe. Nichts ist sicher im Bewusstsein. Freundschaft mit einer Frau ist mir unmöglich. Die Frau taugt nur zur Liebe. Sie sagt uns weder etwas Gültiges über Gott noch über die Natur. Wenn ich mich mit einem Freund nicht über diese Dinge unterhalten kann, nützt er mir nichts. Die Vergangenheit einer Frau ist die Wurzel einer Blume. Die Wurzel steckt im Schmutz, dennoch führt man die Blume an die Lippen. Wer will schon wissen, was unter der Erde vor sich geht? Ich will es wissen. Die Musik ist die erhabenste der Künste. Sie spricht keine Gedanken aus, sie ist ihre Grundsubstanz. Durch sie nähern wir uns Gott. Sie macht uns klar, dass es eine höhere Welt gibt, ein Glück, das, was man Himmel nennt. Wie vergällt sie einem die Arbeit und das Leben? Montag, 20. Oktober. Bilanz. Düstere Zeit. Gedanken über den Ruhm, das Nichts, das ich in meinem Jahrhundert darstelle. Der größte Mann ist ein in den Jahrhunderten vor ihm. Keine Psychologie, keine Literatur. Trotzdem Glück empfunden, auf einer jungen, warmen Erde. Ich gehe mit El spazieren. Freie, erhabene Landschaft. Abgründe. Wir rufen und glückliche Wesen antworten uns.
ein Gedicht über einen Lungenkranken. Mit der Luft, die uns Leben schenkt, atmet er den Tod. Seltsame Träume der letzten Nacht. Ich verfasste eine Erklärung von Juden an einen Monarchen gerichtet. Hatte nur wenig Zeit, sie fertig zu machen. Scheußliche Angst. Dieser Traum ist seltsam. Er bezieht sich nicht auf einen Eindruck des vergangenen Tages. Er hat nichts mit sonstigen Beschäftigungen zu tun. So bemächtigt sich ein Gott meiner Möglichkeiten und lässt sie während meines Schlafes beliebig spielen. Mein Kopf beherbergt einen Gast, der sich wie ein Kind in einer Werkstatt herumtreibt und die Menschen aufs Geratewohl in Gang bringt. Was macht der Mensch zwischen Schlaf und Schlaf? Und was macht man mit ihm, wenn er schläft? Jedenfalls ist er auf seine Freiheit bedacht. Es schlägt Mitternacht. Bis zum nächsten Mal.